Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden. So, wir müssen also jetzt eine Fälscherin finden, ne? Ich hab das ist ein leeres Haus. Komplett leer, ziemlich. Hallo? Blödes Haus? Ah. Suchen wir dich. Matthews Brief abgegeben. Haha. Was ist denn los? Ein Brief von Matthew. Lass mal sehen. Selbst. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich nicht lesen kann. Was sagt er? Okay, ich werde ihn vorlesen. Ich verstehe. Matthew ist mal wieder mit seinen alten Tricks beschäftigt. Also wirst du uns beitreten? Beitreten. Hey, du da. Ich? Ja, du. Du bist ein hübscher Junge. Ich werde euch beitreten, wenn du mir versprichst, dass wir ein Abendessen zusammen haben. Ja, ich kann nicht. Ich habe jemanden. Okay. Mach mit ihm, was du willst. Victor, du! Gut, das ist ein Deal. Komm her, hübscher Junge. Boah, warte mal eine Minute. Ah! Komm schon, füll meinen Becher auf, hübscher. Ja, Ma'am. Okay, verschütte nichts. Also wie immer, ich finde es sehr schön, dass es diese Sprites gibt, ne? Also dieses... Wie sie da jetzt sitzt, ne? Dass sie einen Becher in der Hand hält, dass Flick einen Becher nehmen kann, dass er, oder beziehungsweise der Gefäß, dass er ihr das einschütten kann. Das finde ich super. Okay. Du bist dran. Dein Becher ist immer noch voll. Komm schon, trink aus. Oder kannst du keinen Tee trinken mit einer schönen Frau? Ah, oh, nein, überhaupt nicht. Danke. Gute Güte. Kopf hängen lassen. Nun, dann gehe ich schon mal voran nach Tora Cass oder was auch immer. Wie kannst du die ganze Nacht wach bleiben und noch so gut aussehen? Worüber redest du da? Du bist immer noch müde, hübscher Junge. Sag mal, Kommi, du planst doch Tesla auch zu rekrutieren, richtig? Er ist hier in der Stadt. Aber ich glaube, er benutzt gerade den Namen Albert. Albert, hä? Okay, ich werde jetzt gehen, hübscher Junge. Wir werden noch mal ein Abendessen haben, wenn du zurückkehrst zum Schloss. Nein, danke. Also... Ich weiß nicht, ob ich Flick gerade beneiden würde. Oder eben nicht. Bist du Albert? Muss ich mal herausfinden, wo Albert rumcruist. Du bist nicht Albert, das weiß ich. Oder er ist jetzt in der Hütte, in der ich gerade war, und deswegen müsste ich eigentlich dahin gehen. Kann auch sein. Hier war nur die... Ach ja. Wir kommen jetzt zu dem Part, an dem ich tatsächlich halt diesen Opal, den die Dame da oben haben will, damit ich sie entführen kann, um Lösegeld zu erpressen. Was mega dämlich klingt, wenn man das so sagt, aber egal. Ah ja, okay. Wer seid ihr, Leute? Ich bin nur ein normaler, ruhiger, bedeutungsloser Bürger dieser Stadt. Du bist Tesla, der Fälscher, richtig? Oder der Schreiber oder Sprachenfuzzi, keine Ahnung. Gute Güte, nein, mein Name ist Albert Onyx. Meine Leute leben hier schon seit Generationen. Wirklich? Dann was ist der Name deiner Mutter? Ihr Name ist Marianne Onyx. Und dein Vater? Ich glaube, das war, Ellen Onyx? Großmutter. Lass mal sehen. Lea Onyx. Hey, Tesla. Ja?
Ich meine, das ist nicht mein Name, Tesla. Gibst du auf? Okay, Matthew will was von mir, richtig? Ich lebe lieber ein ruhiges Leben. Hör auf rumzujammern und mach dich bereit zu gehen. Okay, meine Gott, wie unglücklich ich bin. Lass uns zurückgeführt in ein Leben des Verbrechens. Ja, mehr Verbrecher in der Party. Glaubst du, ist das okay, wenn er alleine geht? Bei der Frau war das egal? Schräg. Was gibt es da noch zu tun? Er wollte nicht mit uns reisen. Tja. Leute zu behandeln, als wären sie Banditen. Das ist, weil du ihnen so sehr Angst eingejagt hast, Victor. Junger Meister, wir sollten zurückgehen nach Tora Castle. Lass uns zurückgehen nach Tora Castle. Mal wieder. Naja, zwischen dem Part, weil das Rendern immer so ein bisschen dauert, habe ich direkt nochmal ein bisschen Glücksspiel betrieben. Deswegen konnte ich nochmal Guard-Ringe für alle meine Charaktere kaufen. Ich habe nur einen pro Charakter gekauft, auch wenn man rein theoretisch zwei kaufen könnte. Weil es erstmal reichen sollte. Hoffe ich doch mal. Und ja, zurückkehren ins Schloss. Und dann wieder hoch zu Matthew gehen und wieder Hallo sagen. Das Kapitel, wenn man so will, nimmt ja langsam Form an, ne? Und ja, ich nenne es Kapitel, weil wir haben theoretisch, also ich weiß nicht mehr, wie das Spiel aufgebaut war, aber in der Theorie hätte man ja die vier Generäle plus Papa. Und einen davon haben wir. Und jetzt ist halt das Kapitel mit dieser Rose dran. Von daher, naja. Commander Commy, ihr seid zurück. Wir haben all die nötigen Vorbereitungen getroffen. Kimberly und Tesla haben exzellente Arbeit geleistet. Ich bin ein Perfektionist. Ich habe das auch gut gemacht, hoffe ich. Was? Exzellente Arbeit? Commander Commy, was ihr hier seht, sind gefälschte imperiale Papiere. Milligs Signatur, das offizielle imperiale Siegel, es ist alles da, perfekt gefälscht. Mit diesen Papieren könnt ihr einfach ins Sonia-Gefängnis reinlaufen. Bitte befreit Dr. Leo Kahn damit. Falsche Befehle. Ich meine, hey, männlich. Aber was gibt es rein theoretisch Schöneres, als in einem guten alten RPG in ein Gefängnis einzubrechen, ne? Tja. Und das Beste ist, wir müssen nicht mal hinlaufen. Also, nicht nochmal hinlaufen, müsste ich sagen, damit es eigentlich richtig ist, weil wir schon mal da waren. Ne, einfach ein bisschen plüpp, 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 plüpp und dann dahin. Fertig. So, ihr. Es ist nur ein Gerücht, aber sie sagen, es gibt ein Monster ganz am Ende des Dungeons. Ein Typ soll ein Opal von dieser Kreatur erhalten haben. Tja. Ich quatsch mit denen. Keine Reaktion. Ich will da reingehen. Oh, wow, 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 wow. Moment. So. Wie sagt man immer? Nicht stillgestanden und andere. Rühren. Rührensoldaten. Wir haben Befehle von General Milic selbst. Ja, Sir, das sind sie tatsächlich, Sir. Bitte betretet, geht rein, Sir. Macht doch, was ihr wollt, Sir. Sir, hier, Sir, da, Sir, tralala. Aber ja, in diesem Gefängnis. Irgendwo, ich muss jetzt. Wahrscheinlich muss ich da runter, ne? Ja. In diesem Gefängnis werden wir. Oh, altes Buch, Volume 6. Hatte ich überhaupt schon mal ein Buch? Ja. Werden wir. Wie gesagt, einen Gegner treffen können, namens Nightmare, also den da. Und Nightmare kann uns einen Opal droppen. Wow. Komm ich so, halt die Fresse, stirb! das Viech kann uns einen Opal droppen. Und naja, jetzt kommt halt mal wieder mein RNG, ne? Mein RNG, mein Random Number Generator, der sowieso nie. Ne, Quatsch, nicht das hier. Der sowieso nie das, was macht, was ich gerne hätte. Aber wir brauchen halt von denen ein Opal. Dementsprechend kann ich jetzt hier mehr oder minder. Solange auf der Ebene hier rumrennen, bis ich diesen Opal bekommen habe. Wobei man auch rein theoretisch später das machen kann, glaube ich. Aber naja. Wenn ich ihn allerdings jetzt demnächst nicht kriege, dann keine Sorge, dann werde ich das
Video kurz unterbrechen und das so ein bisschen alleine machen. Alleine vor mich hin leveln. Naja, was heißt schon leveln in dem Zusammenhang, aber meine Charaktere, gut, ne, so Pan und so, die halt nicht ganz den Level haben, da ist es dann tatsächlich leveln. Roter Schleim, roter Schleim, oh nein, roter Schleim. Ich hab zu viel Spaß damit. Aber ja, ihr seht ja, hier kommen sie zumindest relativ oft, diese Gegner. Nur halt, dass mein RNG halt schlecht ist, wie immer. Oh, ein Silber. Silberhalsband ist es in dem Fall. Ist theoretisch besser als alles andere, was ich habe, aber ist wahrscheinlich auch nur für Frauen. Warum die Männer sich nicht trauen, ein silbernes Halsband zu tragen, in dem Sinn. Oder Halskette sollte man sagen. Halsband klingt immer halt so wie Hundehalsbänder halt, ne? Ist vielleicht nicht ganz so nett. Aber ja, das kann jetzt wieder eine Weile dauern. Dementsprechend sehe ich euch gleich wieder, wenn ich das mal irgendwann geschafft habe. In der Zeit renne ich halt hier ein bisschen blöder hin und her. Ich meine, ich weiß nicht, wie tief dieser Dungeon war. Das ist halt die Sache. Ob ich theoretisch auf dem Weg nach unten deutlich mehr von denen noch finden kann oder nicht. Aber ich erledige das lieber jetzt. Delph. Als halt später. Aber gut, den Kampf kennen wir, also was ist den Kampf, aber den Gegner kennen wir noch nicht, also konntet ihr euch auch mal da wieder ansehen, wie Kai und Komi kurz einen Prozess aus dem machen. Das ist aber auch eine echt gute Kombi, ne? Damit kann man echt unglaublich lange das Spiel beherrschen in dem Sinne, ne? Einfach die Kombo und fertig, solange die Waffen gut sind. Jetzt kommen natürlich nicht mehr die Gegner, die ich habe. Das ist das, was mich noch am meisten nervt da dran. Bis gleich. Okay, nach knapp einer halben Stunde, 32 Minuten und 4 Ornamenten und einmal Gegengift habe ich den Opal, den ich brauche, bekommen. Jetzt kann ich weitermachen. Oh Mann. Wenn ich schon dabei bin. Ich hatte einmal gelesen, aber es scheint nicht zu stimmen. Deswegen kann ich da vielleicht gerade Missverständnis ausräumen. Dass der Drop des Kampfes bestimmt wird, das ist die perfekte Gelegenheit dafür, dass der Drop des Kampfes dadurch bestimmt wird, welcher Gegner hier zuerst stirbt. Oder stimmt nicht. Es gibt diesen Kampf auch mit der Variante 2 Nightmares im Hintergrund. Es werden immer diese Schleimer als erstes angegriffen. Zumindest bei der Master Pupil Attack. Und ja. Ich habe in diesem Kampf mit, naja, 2 Nightmares, habe ich als allererstes, oder habe ich diesen einen Opal da bekommen. Von daher ist das halt eine Lüge. Lasst euch da nicht reinreden, es ist halt tatsächlich so, ihr greift an und dann passt das. Und ja. Ne, das passt alles so. Tür, Schalter, Schalter, Tür. Ist allerdings ein merkwürdiges Gefängnis, wenn man auf der ersten Ebene schon angegriffen wird von Monstern tatsächlich. Man sollte meinen, ja gut, es ist ein Hochsicherheitsgefängnis, dann sollten hier Wachen rumlaufen und nicht Monster, aber wer bin ich, dass ich dem Imperium vorschreiben könnte, was sie zu tun und zu lassen haben? Alter, ist das... Also erstmal kommen jetzt scheinbar, ich würde schon sagen, keine Gegner mehr und auf einmal ist das einfach nur ein super langer Korridor. Ich hätte also auch einfach mit euch weiterspielen können und werde mich dafür hassen, wenn wir jetzt hier durch die Gegend laufen und mir noch ein Opal in die Hände fällt. Aber egal. Es ist egal, erstmal fürs Erste. Wenn nicht, aber wie gesagt, haben wir zumindest unseren Opal, also das ist... erstmal irrelevant. Meine Fresse. Das ist wie der Safe von den, oder das Gewölbe von den Zwergen. Einfach nur lang und sinnlos. Aber okay. Egal. Da, da, da. Währenddessen habe ich sogar ein Level-Up für den kleinen jungen
Kommi und Gremio noch erzwungen. Obwohl wir da so wenig Erfahrungspunkte für kriegen. Das ist halt das, was schon mal dafür spricht, dass es eigentlich echt blöde ist. Aber naja, egal. Ganz viele Zellen, aber nicht die Zellen, die wir suchen. Mahlzeit. Wer seid ihr? Scheinbar funktionieren die Papiere bei denen nicht. Die sind eiskalt so, hey, wer seid ihr? Jetzt hätte man eine Mechanik einbauen können, dass sie vielleicht Hilfe rufen, wenn ich länger als eine Runde brauche oder so. Aber egal, verprügelt, weiter. Merkwürdigere Leute, ihr dürft nicht passieren. Ihr habt nicht gesehen, wie ich eure Kollegen da ein Tor weiter verprügelt habe? Ist es euch nicht eingefallen, ihnen zu helfen oder so? Ja, ist okay. Das ist kein Wunder, dass das Imperium verliert, ne? Haben nur kurzsichtige Leute in den Diensten. Das kann ja nicht funktionieren. Zumindest nicht, wenn man die als Wachen einstellt. Ah, meine Güte. Was wollt ihr hier in dem Gefängnis? Ich stelle die Frage jetzt nicht nochmal. Ich glaube, das spricht jetzt langsam einfach für sich. Die sind im Prinzip die Sturmtruppler des Imperiums. Echt schlimm. Echt einfach nur schlimm. Alle tot. Omaiwa Moishinderu. Nonni. Ich kann es nicht gut aussprechen. Ich bin bewandert in diesem Satz. Ich mag diesen Satz. Wollt ihr kämpfen? Ja. Das sind doch nur Soldaten. Lasst uns doch leben. Lasst uns leben. Ja, nein. Nein. Ich meine, ja, könnte ich, aber also. Weiß ich gar nicht. Ich bin ja jetzt direkt auf die zugerannt. Ich weiß nicht, ob ich oben langlaufen könnte und dann muss ich nicht gegen sie kämpfen. Sound Setting Zero. Was das ist, weiß ich gar nicht. Steht da irgendwas drüber? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich so nachgucke. Das Sound 1. Sound Setting Zero, Sound 1. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ah, meine Zeit ist vorbei. Ich bin bereit zu sterben und ich werde diese Welt nicht vermissen. Meh. Das wäre ein Problem. Wir sind hierher gekommen, um euch zu retten. Ihr seid diese Problemmacher, die oder Störenfriede, die zu meinem Haus gekommen seid. Was auch immer du sagst. Jetzt werden wir dich jedenfalls erstmal rausholen. Gute Idee. Ich vermisse so langsam das Sonnenlicht. Aber ich bin bereit zu sterben und alles ist voll doof. Aber Sonnenlicht, das hat schon was für sich. Man bemerke, deswegen habe ich das Ding. Dass ich, also ich meine zumindest, ich darf es nicht benutzen. Normalerweise, wenn sowas ist, dann heißt es immer, da kommt noch eine Cutscene oder da ist ein Bosskampf, irgendwas. Aber mit anderen Worten, irgendwas ist hier faul, weil ich nicht einfach sagen kann, Tschüssikowski, ne? Darauf will ich hinaus. Und da soll mir noch einer sagen, hey, Fluchttalismane sind voll toll. Ich meine, hat keiner von euch in die Kommentare geschrieben, also darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, das Spiel ist so, hey, Fluchttalisman, gute Sache. Hab ein paar davon dabei, ne? Weil du weißt ja nie, was passiert am Ende. Ne? Wenn du einen dabei hast, hey, im besten Fall kommst du super schnell raus, im schlimmsten Fall hast du halt einen Inventarplatz verbraucht oder so. Aber da, Gefängnis, yeah. Ich weiß nicht, wie ich es irgendwie interessanter gestalten soll. Hier ist halt nichts los, ne? Darauf will ich hinaus. Hier ist nichts los. Wir machen ein bisschen Stöckerei, Hauerei und so, ne? Und alles ist voll Töfte. Und Flick kriegt fast schon wieder ein Level. Was, naja, zum einen der Gegnermenge zugeschrieben werden kann, zum anderen halt des Grindens für ein Opal. Die Atmosphäre hier unten ist gut. Wer mich fragt, ich finde die gut. Ne? Einfach nur tröpfelnde Wände. Dieses unschöne Geräusch, wenn man weiß, es geht
einen Windzug, aber man sieht nicht woher und es sind einfach nur lange Gänge wie in einer Höhle. Hin und wieder noch ein paar Ratten. Das ist schon gut gemacht. Das gefällt mir. Würde er das Kommi-Siegel of Approval und so kriegen. So Daumen hoch, ne? Ich finde das gut. Ja, dann haben wir noch den Viehpannmann. Ah. Also ich glaube ja, es ist, also entweder sind in seinem Turban Juwelen eingebettet mit drin. Oder sein Turban ist tatsächlich kein Turban, sondern eine Art Parasit, die sich an seinem Hirn festnagt. Und dann sind halt die roten Teile Augen. Das ist allerdings reine Spekulation. Nur irgendwas muss das ja bedeuten, nehme ich an. Oder vielleicht auch nicht. Theoretisch muss nichts irgendwas bedeuten. Klong. Kann ich eigentlich... ja gut, ich kann das Viech aus der Karte hauen, ne? Weil so eine Karte selber umzubringen, stelle ich mir schwierig vor. In der Größe wohl bemerkt. Rein theoretisch Karte durchreißen und dann ist fertig, ne? Dingenskirchens, Millage Oppenheimer, genau. Ah, wir treffen uns wieder. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, nachdem ich gehört habe, dass ein paar Ratten sich eingeschlichen haben und es scheint, das wärt dann ihr. Gutes Timing. Lass uns hier direkt kämpfen, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Meine Güte, wie barbarisch. Ich bin zwar nicht schlecht mit einem Schwert, aber jetzt gerade habe ich nicht die richtige Laune. Also gebe ich euch das hier stattdessen. Könnt ihr sehen, was es ist? Das ist eine Flasche. Könnt ihr sehen, was das hier ist? Es ist eine Flasche. Diese Flasche ist angefüllt mit den Sporen des Schmerzes. Sind sie nicht schön? Es war eine richtig harte Arbeit, sie in diese Flasche zu füllen. Wusstet ihr, dass diese Sporen Menschen fressen? Menschenfressende Sporen sind das. Was? Was planst du mit diesem Zeug zu tun? Warum? Ich plane das hier zu tun, natürlich. Ah. Ach du meine Güte, die Flasche ist kaputt. Ihr müsst euch beeilen oder ihr habt große Probleme. Nebenbei, das hier ist eine Sackgasse. Also da gibt es nicht viel, was ihr tun könnt. Und nun entschuldige mich bitte. Verdammt, sie lässt sich nicht öffnen. Dieser Millage muss sie verschlossen haben. Rennt! Sie werden uns fressen! Junger Meister, die Tür, schnell! Gremio? Kumpel? Buddy? Kumpelblase? Mein Gott, Gremio! Komm schon raus! Was tust du da? Schnell! Victor. Diese Tür kann nur geöffnet und geschlossen werden von dieser Seite. Worüber redest du da? Wir kriegen das schon irgendwie hin, also beeil dich und komm. Nein, das ist zu spät. Die Sporen fressen schon meine Füße. Als wenn ich diese Tür jetzt öffnen würde. Ich meine, es ist nett, dass sie uns so gesehen nicht zeigen, was da gerade passiert. Zum anderen ist die Wahl hier komplett egal. Nur um das mal auch gesagt zu haben, also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, ob ihr jetzt einen Befehl zu nehmt oder einfach so. Öffne die Tür, Gremio! Junger Meister, nur einmal weigere ich mich zu tun, was du mich bittest. Junger Meister, kannst du mich hören? Es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr beschützen kann. Aber nun, da du aufgewachsen bist, brauchst du meinen Schutz nicht mehr. Junger Meister... Mach mich stolz. Ich wünschte, Meister Theo hätte dich jetzt sehen können. Gremio. Junger Meister, ich glaube, es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Ich kann schon nichts mehr sehen. Was irgendwie so klingt, als müssten sie eigentlich sein... Naja. Junger Meister, ich bin stolz auf dich. Versprich mir, dass du immer deinem Herzen folgen wirst. Das ist mein erster und letzter Wunsch oder Bitte oder... ja. Geht es euch gut, Commander Kommi? Ihr wart so lange weg, dass ich die Truppen mitgebracht habe.
Was geschieht hier? Wo sind die imperialen Truppen? Sie müssen gefressen worden sein vor den menschenfressenden Sporen. Menschenfressende Sporen? Lass uns hier rausgehen. Komm, wir brauchen Ruhe. Also ich würde das ja mitnehmen. Warte eine Minute. Victor nimmt's wohl mit. Okay, los geht's. Kein Gremio, der uns mehr aufweckt. Ich kann nicht glauben, was Gremio zugestoßen ist. Tod und Krieg sind untrennbar, aber trotzdem. Meister Kommi, ich, verdammt! Kommi, du bist tatsächlich eingeschlafen. Es ist wohl besser, über andere Dinge gerade nachzudenken. Das ist unsere Chance, Millage Schloss anzugreifen. Wenn du die Truppen nicht kommandieren möchtest, werde ich das tun. Nein, du solltest das tun. Denn für einen Anführer der Befreiungsarmee ist Schwäche unverzeihlich. Ich hörte, Gremio starb, um dich zu beschützen, richtig? Hör zu, du tu dein Bestes, um das Leben zu beschützen, das Gremio dir gegeben hat. Wag es ja nicht, seinen Tod umsonst gewesen zu sein. Ansonsten werde ich dir niemals vergeben. Danke. Kommi. Ich fange an zu verstehen, warum Odessa dich ausgewählt hat. Du solltest lieber Odessas und Gremios Erwartungen erfüllen. Oder gerecht werden, sucht's euch aus. Hallo, alter Mann. Kommandant Kommi, als ein Militärstratege muss ich dich darauf hinweisen, dass wir sofort Scaleticia-Schloss angreifen sollten. Das hier ist ein Gegengift. Ich war diese Welt leid und habe mich zurückgezogen in die Berge als ein Einsiedler, um ein ruhiges Leben zu führen. Aber ich habe meine Meinung geändert. Ich würde gerne mit dir kämpfen. Bitte lass mich dir beitreten, Commander Kommi. Commander Kommi hat einen Liokan, aber kein Gremio mehr. ich fühl mich jetzt gerade da nicht so richtig, ne? Das ist so ein yeah. Das ist so ein yeah. Ich meine, also ich glaube, ich kann sagen, dass ich es jetzt gerade noch nicht machen will. Von daher, jetzt gerade noch nicht. Du bist der Anführer der Befreiungsarmee. Glaubst du nicht, dass da noch was Wichtigeres ist? Ja, schon, aber ich will erstmal speichern, Bro und so, Broski. Achso, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir holen uns einen Ersatz für Gremio, würde ich jetzt gerne sagen, aber das wäre gelogen. Und ziemlich bösartig. Aber, so, wir brauchen Pan. Ich glaube, Pan hat gleich, oder was ist gleich, im nächsten Video wahrscheinlich, oder, ja doch, im nächsten Video höchstwahrscheinlich. Da hat er tatsächlich dann auch den Auftritt, um den es mir tatsächlich ging. Also er wird da, tatsächlich loslegen müssen mal. Was ist ein Flicky? Flicky Dicky. Jetzt bräuchten wir noch einen, der entweder super lang angreifen kann. So. Soweit ich informiert bin, ist alles, was Gremio besaß, sollte jetzt eigentlich in unserem Gewölbe sein. Oder in unserem Lagerraum oder wie auch immer. Also da sollte man sich keine Sorgen drüber machen. Was ich jetzt tatsächlich nur mache, ist eben einmal... Ups. Das mache ich jedes Mal irgendwie. Wir gehen jetzt einmal nur noch nach Entei, wie auch immer. Und
holen uns Esmeralda. Und, genau, hier drin. Und, naja, danach werden wir dann im nächsten Part halt diesen Kampf starten. Ist aber echt schön, dass man da hinkommt zu Matthew. Ja, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht danach. Nee. Ja, es scheint tatsächlich ein echter Opalring zu sein. Na gut. Ich weiß, dass ihr nur in gutem Glauben handelt. Dann komme ich mal mit. Ja. Esmeralda. Der gute alte Gremio. Und dann... Dann ist er für sowas eher gut und das Gegengift gestorben. Anyway. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Taschentücher reichen. Und, naja. Vergesst niemals das Opfer von Gremio. Bis zum nächsten Mal. Und das war's für Komi und seine Entourage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken, die mich tatkräftig hier unterstützen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bye, bye.